Durch den russischen Angriff auf ein Wohnhaus in der südukrainischen Stadt Odessa am Wochenende sind nach neuen Behördenangaben 12 Menschen getötet worden. Bei der Suche nach weiteren Opfern oder Überlebenden in den Trümmern wurden demnach die Leichen zweier Kinder gefunden. Das 9-stöckige Gebäude war bei dem Angriff in der Nacht zum Samstag stark beschädigt worden. Unter anderem wurden eine Frau und ihr 8 Monate altes Baby tot geborgen.